Dein Leben hängt davon ab, dass du diese Schriftrolle jetzt übersetzt. I would love to help. I just need some time. That's written in another sage's shorthand. I'd have to sit down with it, or better yet, compare it to a piece of his writing I have stashed on me somewhere. If I sat down with it while sufficiently sober, it's highly probable I'd figure it out. Ich würde gerne helfen. Ich brauche etwas Zeit. Der Text ist in der Kurzschrift eines anderen Weisen verfasst. Ich müsste mich damit hinsetzen oder ihn noch besser mit einem seiner Schriftstücke vergleichen, das ich irgendwo bei mir habe. Wenn ich mich nüchtern damit auseinandersetze, kann ich den Text höchstwahrscheinlich entschlüsseln. Sober. Since when do we share the good stuff with the prisoners? Nüchtern? Seit wann teilen wir das gute Zeug mit den Gefangenen? No, nobody shared. Right before I was taken prisoner, I imbibed several vials of reagents. I wanted to be numb and disconnected when my captors used me for carnal catharsis. It's made these last few days tied to a post almost enjoyable. Oh, niemand hat was abgegeben. Kurz bevor ich gefangen wurde, trank ich mehrere Fläschchen Reagenzien. Ich wollte so gefühllos und entrückt wie möglich sein, wenn mich meine Entführer für fleischliche Entspannung gebrauchten. Dadurch waren mir die letzten Tage, die ich an dem Pfosten gebunden verbracht habe, fast eine vergnügliche Erfahrung. Gib ihm ein paar Stunden. Du hast das Edikt verlesen, also muss ich dir nicht erklären, dass die Sonnenuhr gegen uns arbeitet. Dieser verwirrte alte Sack versucht nur uns hinzuhalten. Binde ihn los und gib mir die Chance zu übersetzen. Ja, stimmt, wird sich sicher sehr ärgern, dass du eine Quelle für Feindinformationen verschwendet hast. Er versucht zu helfen, ist das denn gar nichts wert? Noch ein nutzloser Gefangener. Neerat wird sich ärgern, oder? Wie war, dann werden wir ihn mal nicht verschwenden. Er wird uns fesselnde Unterhaltung bieten, während wir ihn dem Urteil unterziehen. Fatebinder, I beseech you, be my advocate for this trial. I'm no fool, I know the Chorus uses blood, not words, to settle these matters. But you are a servant of the Archon of Justice, are you not? Schicksalsbinde, ich bitte dich inständig, sei mein Advokat in diesem Prozess. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass der Chor diese Angelegenheit nicht mit Worten klärt, sondern mit Blut. Aber du bist doch ein Diener des Archonten der Gerechtigkeit, oder nicht? Als Schicksalsbinder steht es mir nicht zu, dem Chor vorzuschreiben, wie er es auf eigene Gebiete. Er hat offensichtlich nützliche Informationen. Trotzdem bist du bereit, ihn nur zum Spaß sterben zu lassen? Clearly, you need an education in Scarlet Chorus Justice. Anything that satisfies their sick amusement is fair play. If the Conquest is any judge, there are no limits to their depravity. Du brauchst eindeutig eine Lektion in Chorgerechtigkeit. Alles, was ihre kranke Vorstellung von Unterhaltung befriedigt, wird als fair angesehen. Ihre Verdorbenheit kennt keine Grenzen, wenn die Eroberung irgendwie als Maßstab herhalten kann. Did Graven Ash castrate you during recruitment, or do you just not know the meaning of the word fun? I'm actually curious. Hat dich Graven Ash während deiner Rekrutierung kastriert, oder weißt du einfach nicht, was das Wort Spaß bedeutet? Ich bin wirklich neugierig. Fünftauge schüttelt den Kopf. Ist das nicht offensichtlich? Wenn er ein wahrer Feind des Oberherrn ist, dann werden ihn sich unsere Klingen schnappen. Wenn er überlebt, dann ist er stark und die Starken führen. Dementsprechend werden seine Verbrechen dann keine Verbrechen, sondern lediglich Handlungen eines Mächtigen. Was ist daran nicht zu verstehen? Ist schließlich keine Alchemie. Tod nützt uns dieser Gefangene nichts. Das ist eine furchtbare Idee. Dieser Gefangene ist sofort freizulassen und ihm meinen Gewahrsam zu überstellen. Keine Chance. Er ist unser Gefangener. Wenn du glaubst, dass du ihm die benötigten Informationen aus dem Schädel holen kannst, ohne den Archonten zu beunruhigen, dann ist das deine Sache. Aber du wirst hier nicht mit unserem Besitz herausspazieren. Das stimmt, aber gemäß Kyros Gesetz könnte er mir die Lehnstreue schwören, zu meinem eingeschworenen Vasallen werden. Meinem Besitz. A most clever technicality. And I would happily serve the Archon of Justice's warrior. Especially if it means getting out of this mess without a perforated lung. Eine höchst gerissene Formsache, und dem Krieger des Archonten der Gerechtigkeit würde ich nur zu gerne dienen. Besonders wenn das bedeutet, ohne perforierte Lunge aus diesem Schlamassel herauszukommen. Oh, alter Mann, viel Spaß beim Verbeugen vor dem Schicksalsbinder, nachdem man dir den Kopf vom Hals gezogen hat. Fünftauge stößt einen Finger in deine Richtung. Der Chor hat sich diesen Gefangenen recht und billig verdient. Wenn du ihn mir stehlen willst, nur zu, aber dann werden alle erfahren, dass du die Art von Schicksalsbinder bist, die sich alles nehmen, was ihnen gefällt.
ihn bei der Maske packen. Was hast du zu mir gesagt? Nein? Wenn du einen Kampf willst, dann übergib ihn mir. Unter seiner Maske ertönte ein tiefes Knurren, als er über deinen Kommentar nachging. Gut, als Zeichen meines guten Willens gegenüber einem Verbündeten kannst du den blöden Weisen haben. Und jetzt verzieh dich, du machst mein Lager zur spaßfreien Zone. Oh, I thought I was going to wind up as another corpse in that pile. Now, hand me that parchment. The sooner I can find out what it says, the sooner I can get out of this place. Danke, ich dachte schon, ich würde als eine der Leichen auf diesem Haufen nennen. Jetzt gib mir schnell dieses Pergament, je eher ich herausfinde, was dort geschrieben steht, desto schneller kann ich diesen Ort verlassen. Okay, es wird dunkel. Nur ein Großteil des Pergamentes war schon verwittert, aber ich konnte die wichtigen Teile des Textes entziffern. Die Notiz erwähnt einen Treffpunkt westlich von Fangnessel. Also kann der alte Weise das Zeug doch lesen. Ich möchte, dass du vorausreist und versuchst, diesem Hauptmann vorher zu überzeugen, sich dem Tor zu ergeben. Wenn sie eine Korbbande sehen, werden sie sofort angreifen. Aber wenn du dein Gesicht zeigst, werden sie vielleicht zu einer Unterredung bereit sein. Ich kenne das Gebiet und schlage vor, dass wir unverzüglich aufbrechen. Ich zeige dir den Weg. Ich will möglichst schnell, möglichst weit weg von diesem Gestank dieses Lagers sein. Du bietest an, mit mir zu kommen? Warum? Weil die Alternative was genau ist, hier mit diesen analphabetischen Unmenschen zu leben. Mein altes Arbeitszimmer liegt unter einem Fluss aus Feuer und ich habe keine Familie, die ich vermissen würde. Außerdem würde ich lieber Aufzeichnungen über den Schicksalsbinder machen, der zweimal ein Edikt von Kyros verkündet hat. Ich wäre nahe, jemand anderen deine Geschichte aufschreiben zu lassen. Du willst Aufzeichnungen über mich machen? Aber natürlich, selbst wenn die brennende Bibliothek niemals wieder aufgebaut werden wird, darf unsere Arbeit, die Tage und Ereignisse für die Chronik aufzuzeichnen, nicht aufhören. Und du bist ein nennenswerter Akteur in diesem Krieg. Ich kann mich an keinen lebenden Schicksalsbinder erinnern, der zweimal die Ehre der Verkündung bekommen hat. Schwöre mir die Treue und werde dir gestatten. Tu mal dich mal vorstellen. Entschuldigung, wir haben diesen Teil wohl ausgelassen. Ich bin der Weise Landry und gehöre vormals zur Vellum-Zitadelle. Jetzt gehöre ich nirgendwo hin. Gut. Schwöre mir die Treue und dann werde ich dir gestatten, diesen Ort mit mir zu verlassen. Oh, furchtbar, Landry. Wollte ich eigentlich jetzt gerade noch nicht. Wenn das dein Preis ist, so werde ich ihn bezahlen. Ich, der Weise Landry von der Schule von Tinte und Feder, verpflichte mich meine Dienst und Fähigkeit im Schicksalsbinder und in Erweiterung dessen tun uns Gericht. Er führt eine tiefe Verbeugung aus und richtet sich mit einem feierlichen Lächeln wieder auf. Mir ist klar, dass ich alt und schwächlich aussehen mag, aber ich weiß, auf mich aufzupassen und mich nicht umbringen zu lassen. Ich werde dich wirklich nicht aufhalten, geh voran und lass mich wissen, weil ich dir zu Diensten sein kann. Sind wir fertig? Lass uns hinsehen, dass wir nach Fangnessel gelangen, falls sich dein Schoßtier unterwegs nicht benimmt, wäre es nicht über meiner Würde, ihm die Ohren abzuschneiden. Okay. Mit dem reden wir dann später mal. Er hat zwei Attributspunkte. Eins schon mal auf mehr Leben. Könnte er gut gebrauchen. Und da er wohl ein Leben beherrschen, ein Zauberer ist, kriegt er auch mal einen Zauberpunkt mehr. Oh, er hat 3 Skill Trees. Und wir haben eine neue Quest. Eroberung des äußeren Tals und die 3 hier. Okay, gucken wir uns mal kurz seine Ausrüstung an. Leichter Lederhelm. Ja gut, zieh den mal an. Und er kämpft mit einer Schreibfeder. Wie sind denn so deine Stats für Magierstäbe? Weil das Problem ist, wenn du die auf den zweiten Slot ziehst, verlierst du schon mal dein Leben beherrschen. Weil sonst würde ich dir gerne den hier in die Hand drücken. Ja,
Bringt nur nicht viel. Was ist mit Zaubern? Du beherrschst schon mal heilsame Berührung. Das wäre die Sigille wohl. Nee. Also ja, toll, was auch immer er da hat, wir können es nur nicht lernen. Naja, gucken wir mal, was haben wir hier? Gabe der Lebenskraft, begabter Heiler, verbessert den Skill Leben beherrschen. Er hat hier Erneuerung. Erhöht den Schaden der Waffen und den Schutz der Rüstung. Das ist cool. Starke Erneuerung. Macht die Erneuerung mächtiger. Arkaner Schild. Verleiht einen Bonus auf arkane Rüstung, Magie und Verteidigung. Das wäre nice, weil ich habe gelesen beim Laden, dass Arkanschaden böse sein soll. Federwurf. Achso, er wirft die Feder. Das ist gut. Federhagel, subtiler Wurf. Während er schleicht, erhält einen Bonus auf seinen Federschaden. Aha. Verbessert die Reichweite von Lentwys Angriffen und Wurfwein und verleiht ihnen Rüstungsdurchdringung. Urteil des Beobachters. Er trifft sein Ziel unerbittlich und senkt seine nicht körperliche Rüstung. Und beim Schleichen wird das Ziel sogar gelähmt. Nee, nimm mal den Arkanschild. Oh, und die bessere Sache hier. I got it. So, jetzt muss ich mal kurz hier ihn ein bisschen näher holen. Und ich denke mal, damit ist auch unsere Truppe im Inventory voll. Mhm. Hier ist jedenfalls kein Platz mehr. Schade darum. Gucken wir mal kurz beim Scharlachroten Chor. Also der Zorn, der geht noch. Wenn wir uns also nicht zu sehr mit dem Chor verschätzen wollen. Wobei die Verteidigungssachen hier gar nicht mal so schlecht sind. Okay, später sind wir halt viel besser dran. Und bei Graven Ash auch. Nerwart Stimmen sind wir so lala. Also ja, wenn uns Nerwart Probleme machen sollte. Dann schalten wir ihn halt aus. Mit Ashs Unterstützung dürfte das ja klappen. 5 Stunden hierher, 6 und 8 hier. Also ja, ich würde sagen, wir gehen als nächstes mal zur Weitabsiedlung. Und von da aus reisen wir dann hier in die Wildnis. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, haben wir irgendwelche negativen Effekte dadurch, dass wir lange nicht geschlafen haben oder so? Eigentlich nicht, sieht nicht danach aus. Also ja, zur Siedlung. Jetzt sind es nur noch 7 Tage bis zum Tag der Schwerter, aber das... Also bis Kyros Tag der Schwerter. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Gut, die Siedlung gucken wir uns allerdings erst nächstes Mal an. Wir haben es ja jetzt mitten in der Nacht. Überzeuge die Siedler, sich dem Choranschluss schließen. Ja. Ich speichere jetzt mal. Ich mache die Aufnahmesession ein bisschen kürzer, da ich heute noch nicht allzu viel Zeit habe. Schnell speichern, automatisch speichern. Nein, das wollte ich nicht.
löscht es mal. Ich wollte LP003 speichern. So, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.